Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Mitteilung Nummer 3 zum Redispatch 2.0. Dieses Video ist natürlich Teil unserer Content-Reihe zusammen mit der HSAG rund um die Rahmenbedingungen, rund um die Veränderungen im Redispatch 2.0. Die HSAG, Prozessexperten, Prozessconsultants, können eben bei der Einführung und dann auch bei der weiteren Bearbeitung helfen. Und wir selbst würden eben vor allem die Hintergründe erklären, Schulung machen und so weiter. Das kennt ihr ja auch schon. Unten in der Videobeschreibung ist verlinkt, wie ihr euch auch das Portfolio der HSAG anschauen könnt. Und ansonsten, wie immer, meldet euch einfach bei uns, wenn ihr eine Anfrage habt zu dem ganzen Themenkomplex. Heute soll es, wie gesagt, darum gehen, was jetzt in der neuen Mitteilung Nummer 3 von der Bundesnetzagentur, Beschlusskammer Nummer 6, zum Redispatch 2.0 veröffentlicht worden ist. Ihr kennt das ja schon aus auch vorigen Videos von uns. Wir haben uns schon mal die Mitteilung Nummer 1, Mitteilung Nummer 2 angeschaut und jetzt natürlich Mitteilung Nummer 3. Wir hatten das damals ganz gut erklärt. In der ersten ging es um dieses Einführungsszenario zum Redispatch inklusive der Bildungsvorschrift für diese neuen IDs, die dort zu verwenden sind. Und in der Mitteilung Nummer 2 ging es dann um die Deklaration des Redispatch-Bilanzkreises, wie man dann schlussendlich beim zuständigen Übertragungsnetzbetreiber sagen kann, dieser Bilanzkreis, den wir verwenden, wird für die Redispatch-Mengen verwendet, ab sofort. Und jetzt in der Mitteilung Nummer 3, die ist vom 17. Mai 2021, wird Folgendes relativ schwierig verklausuliert dargestellt. Die Beschlusskammer haben Nachfragen hinsichtlich des Anwendungsbereichs von Tenor Ziffer 2 der Festlegung vom 6.11.2021, das ist übrigens 2020 nicht 2021 erreicht. Dies nimmt die Beschlusskammer für folgende Klarstellung zum Anlass. Ne? Also schon mal sehr verklausuliert, so wie das die Bundesnetzagentur gerne mal macht. Und hier vor allem ist das falsche Jahr auch noch dargestellt. Tenor Ziffer 2 der Festlegung vom hier richtiges Jahr lautet: Für die Kommunikation im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Durchführung und dem bilanziellen Ausgleich von Redispatch-Maßnahmen gelten die in Anlage 2 Kommunikationsprozesse Redispatch beschriebenen Kommunikationsprozesse. Dies gilt nicht für Anlagen, die gemäß der Genehmigung vom 20.12.2018 zur Datenlieferung verpflichtet sind. So alleine sagt das noch nicht viel, außer dass es hier irgendwie Anlagen gibt, die sowieso eine Datenlieferungsverpflichtung haben. Und für alle anderen, die ja jetzt im Redispatch 2.0 neuerdings auch betroffen sind und dementsprechend als Anlagenbetreiber auch verschiedene Stammdaten, Planungsdaten und so weiter zur Verfügung stellen müssen, für die gibt es dann eben diese Kommunikationsprozesse Redispatch. Für die anderen gibt es sowieso eine Datenlieferungspflicht. Was steckt dahinter? Die Einschränkung in Satz 2 ist dahingehend zu verstehen, dass die Basisdatenaustausche gemäß Anlage 2 dann keine Anwendung finden. Jetzt kommt's, soweit diese Anlagen zu Datenlieferung gemäß der Verordnung, SOVO, verpflichtet sind. Wir haben die SOVO oder auch SOGL an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. Da ging es nämlich schon früher um den Stammdatenaustausch zwischen den großen Kraftwerksbetreibern und den Übertragungsnetzbetreibern im Rahmen deren Fahrplanmanagement im alten Redispatch. Das ist also eine europaweite Verordnung, eine Guideline, mit der festgelegt wurde, welche Stammdatenprozesse eigentlich zwischen den großen Kraftwerksbetreibern und den Übertragungsnetzbetreibern stattfinden, um eben die klassischen Redispatch-Prozesse, was ja dann immer eine Fahrplananpassung war, umzusetzen. Das heißt, im Rahmen dieser SOGL oder SOVO gibt es sowieso Datenlieferungsverpflichtungen eben für die großen klassischen Kraftwerksbetreiber. Das wurde am 20.12.2018 mit diesem entsprechenden Beschluss genehmigt. Das gilt also in dieser Veröffentlichung für die großen Kraftwerksbetreiber schon vor dem Redispatch 2.0. Diese Datenlieferpflichten, und das macht eigentlich auch der Beschluss von November letzten Jahres auf Seite 13 deutlich, richten sich dann eben diese Prozesse. Das schließt nicht aus, dass die Übertragungsnetzbetreiber die Inhalte der Anlage 2 ganz oder teilweise übernehmen. Heißt, die großen Kraftwerke haben sowieso jetzt schon ihre Datenlieferpflichten nach klassischer Manier. Der Redispatch 2.0 sagt ja jetzt, wir nehmen außerdem die kleineren Anlagen mit zu unserem Redispatch-Regime im Rahmen des Redispatch 2.0.
Wenn wir die kleineren dazu nehmen, gilt das natürlich aber auch für die größeren. Und es kann sehr wohl sein, dass die Prozesse, die im Redispatch 2.0 gelebt werden, für alle Anlagen dann auch angewendet werden, auch für die größeren, die sowieso schon im alten Redispatch vorhanden sind. Das macht ja auch Sinn, wenn wir eine insgesamt eingängige, zusammenhängende Regulierung und dementsprechend auch Datenaustauschprozesse und so weiter fahren würden. Zur Vermeidung von Missverständnissen weist die Beschlusskammer darauf hin, dass die Einhaltung der Vorgaben der Anlage 2, ne, diese Prozesse zur Kommunikation im Redispatch, durch den Netzbetreiber keine Gültigkeitsvoraussetzung für den Abruf von Redispatch-Maßnahmen oder die Verpflichtung zur Datenlieferung ist. Weder die Durchführung einer Redispatch-Maßnahme noch die Datenlieferungen können also mit dem Argument verweigert werden, der Netzbetreiber habe die vorgeschriebenen Prozesse nicht eingehalten oder aber die Prozesse seien für den konkreten Fall nicht anwendbar. Man hätte es also erwarten können. Eventuell hätte man das vielleicht so erwarten können, wenn man ein großer klassischer Anlagenbetreiber ist und die großen klassischen Prozesse dann eigentlich auch weiter gefahren werden könnten. Und der Netzbetreiber sagt jetzt nicht, oh, mach mal die neuen Redispatch 2.0 Prozesse mit uns, dass man dann als großer Anlagenbetreiber, größer 10 Megawatt, aus dem Redispatch 2.0 herausfallen würde. Weil dann ja die Voraussetzungen, die Einführung dieser konkreten Kommunikationsprozesse nach der Anlage 2 vom November letzten Jahres ja nicht eingeführt worden sind. Die wurden ja vor allem dann eingeführt für die neu betroffenen Anlagenbetreiber, damit mit denen die Austauschprozesse dann stattfinden und für die Verteilnetzbetreiber die Prozesse entsprechend stattfinden. Und wenn man jetzt sagen würde, naja, die großen Anlagen sind doch sowieso schon integriert und deswegen machen wir nicht das neue Regime auch noch auf die, sondern nutzen einfach den alten Weg. Dann hätte man jetzt als großer Anlagenbetreiber sagen können, ach, na, dann sind wir ja gar nicht Teil des Redispatch 2.0. Und diese Annahme ist falsch. Das soll hier durch diese Mitteilung ausgedrückt werden, dass im Redispatch 2.0 nun alle Anlagen ab 100 Kilowatt Größe und die kleineren fernsteuerbaren integriert sind, nach bestimmten Reihenfolgen. Das haben wir in der Redispatch Merit Order ja auch schon mal erklärt. Und dass dementsprechend all diese Anlagen in diese Fernsteuerung und das Fahrplanmanagement eben eingenommen werden ab dem Oktober 2021. Die Großen da nicht herausfallen, nur weil vielleicht nicht die neuen Prozesse auf sie angewendet werden, sondern die sowieso schon funktionierenden alten Prozesse weiterhin angewendet werden. Nein, das ist kein Unterschied. Das ist am Ende alles im Großen und Ganzen das Gleiche. Es trifft auf alle Teilnehmer zu. Und dementsprechend soll hier klargestellt werden, hey, ihr könnt euch da nicht drauf berufen, dass ihr nicht am Redispatch 2.0 teilnehmt, weil ihr von den Netzbetreibern nicht ordentlich geonboardet worden seid. Ihr seid ja sowieso schon im Redispatch. Daher seid euch mal bewusst, dass es hier keine Lücken gibt, durch die ihr praktisch schlüpfen könntet. Die Beschlusskammer hat keine Bedenken dagegen, wenn die Betroffenen für Anlagen ab der Leistung von 10 Megawatt, die großen alten Anlagen, die sowieso schon im alten Redispatch betroffen waren, neben den Abrufprozessen nach Anlage 2, na, das sind die neuen, auch abweichende Abrufprozesse konsensual verwenden, die alten klassischen Redispatch-Prozesse, solange die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung, erfüllt werden. Heißt also, wenn die klassischen Prozesse die Pflicht nach Redispatch 2.0 weitestgehend erfüllen, dann können die so auch weiter angewendet werden und dann ist das auch absolut okay, wenn die Netzbetreiber das so machen und sagen und genauso anwenden. Und man hat damit keine Möglichkeit, keine Erlaubnis, sich aus dem Redispatch 2.0 herauszunehmen. Und das wird hier schlussendlich in dieser recht verklausulierten Mitteilung mitgegeben. Darum geht es in der Mitteilung Nummer 3 zum Redispatch 2.0. Es wird immer spannender, es gibt immer mehr kleinere und auch größere Baustellen, an denen gerade herumgewerkelt wird und wo man merkt, offensichtlich gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen und es wird wirklich noch spannend, wie das Ganze im weiteren Verlauf noch eingeführt wird. Auch weil es schon viele Stimmen dazu gibt, dass die Softwarelösungen hier und da fragwürdig sind, dass man noch nicht so wirklich weiß, ob das einfach zum Oktober laufen wird, ob die Datenlieferung der Anlagenbetreiber und der Vermarkter ordentlich kommen und ob die Netzbetreiber schon die richtigen Schnittstellen haben, um zum Beispiel dann auch die übergreifenden Netzberechnungen richtig gut durchführen zu können. Dafür gibt es ja dann die gemeinsamen Plattformen wie Connect Plus. Das haben wir auch schon mal erwähnt. Dazu machen wir ja auch nochmal ein separates Video. Also das ist richtig, richtig spannend, was es dort an Entwicklungen gibt.
im Rahmen des Redispatch 2.0. Hört auf jeden Fall nicht auf. Habt ihr konkrete Fragen dazu und Themen, zu denen wir dann auch nochmal Videos machen sollten, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie immer, geht es ja. Wir haben die passenden Schulungen dazu. Die müsst ihr bitte sehr zielgerichtet auch stellen. Am besten schon den Themenbereich, euren Ansatz, was seid ihr für ein Marktteilnehmer, was interessiert euch dabei am meisten, mit ranschreiben über die Kontaktformulare, die wir auf unserer Webseite haben. Und ansonsten gilt es natürlich auch, dass wir bei der HSAG die passenden Prozessdienstleistungen haben rund um die Einführung und dann eben den Betrieb im Redispatch 2.0. Also auch dort gerne nochmal vorbeischauen. Wir verlinken das Ganze unten in der Videobeschreibung und die Playlist natürlich auch, in der alle Videos dieser Reihe schon veröffentlicht worden sind. Also, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.